Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video, denn ich habe für euch die Mandelbeißer von Chocoeur bzw. Aldi. Und jetzt wird manch einer hellhörig. Mandelbeißer? Gab es da nicht mal Nussbeißer? Ja, denn die Nussbeißer-Schokolade von Aldi mit Haselnuss ist eine Schokolade, die es schon immer gibt. Die gab es schon seit ich Kind bin mit diesem kleinen Guckfenster. Deswegen finde ich schade, dass es hier kein Guckfenster mehr gibt. Aber an sich ist das Design hier nachgeahmt. Schokolade mit diesem Guckfenster und den dicken, fetten Haselnüssen drin. Eine super leckere Schokolade, die auch heute noch unbedingt mal probiert werden sollte. Sie ist irgendwie Kult und sie haben jetzt eben rausgebracht die Mandelbeißer. Aus irgendeinem Grund ist das Bild dieser Schokolade hier ziemlich unscharf, als ob die keine vernünftige Kamera hatten. Interessanterweise sieht man übrigens auch, achtet mal bitte, aber wir machen das gleich in der Nahaufnahme, haben sie sich nicht mal die Mühe gegeben, das hier schön zu designen. Aber jedenfalls gibt es sie jetzt auch mit Mandeln. Ich glaube, die Kamera ist ein bisschen schief, oder? Sorry. Auch mit Mandeln in dunkel und in hell, nicht in weißer Schokolade. Vermute ich aber auch, denn die haben ja von diesen großen 200 Gramm Tafeln eine fantastisch leckere weiße Schokolade mit Mandeln. Die habe ich euch hier auch schon mal auf dem Kanal vorgestellt. Die müsst ihr probieren. Und apropos, weil ich immer mal wieder Anfragen bekomme, hast du schon mal dieses oder jenes getestet? Ich habe so viele Sachen getestet. Wenn ihr mal irgendwas sucht, gebt es einfach ein. Oft genug konnte ich euch antworten von wegen, ja doch, wurde ich auf diesem Kanal hier schon getestet. Deswegen einfach mal selber suchen, dann findet ihr die Sachen ganz bestimmt auch. Und wenn ihr es nicht findet, könnt ihr mich natürlich trotzdem gerne fragen. Die Nussbeißer getestet, auf jeden Fall. Und viele von diesen Aldi-Schokoladen auch. Deswegen bin ich jetzt darauf gekommen, was es hier alles zu entdecken gibt. Und ja, deswegen gibt es sie eben vermutlich hier nicht nochmal als weiße, weil es das als große gibt und die ist so unfassbar gut. Ich muss gerade mal zurückrudern. Ich habe nämlich gerade im Internet geguckt, was die Tafel kostet. Es gibt doch eine weiße davon. Hatten sie nur bei meinem Aldi nicht. Und ich hatte sie auch vorher schon mal im Internet recherchiert. Da habe ich es irgendwie auch nicht gesehen. Also, sorry, gibt es doch auch mit weißer Schokolade. Und jetzt ärgere ich mich gerade, dass es die bei mir nicht gab, denn die hätte ich sehr gerne gehabt, denn ich liebe weiße Schokolade mit Mandeln. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, wie sie schmeckt, falls ihr sie probiert habt, unten in den Kommentaren. Und wenn ihr schon übrigens dabei seid, gerne einen Daumen nach oben da lassen, schon mal unten ein Abo, wenn nicht geschehen, für den Support. Und jetzt fangen wir hier mal an. Wir fangen mit der an, denn auf die freue ich mich am meisten. Manchmal mag ich dunkle Schokolade, aber tendenziell mag ich eher Vollmilch. Knackige ganze Mandeln, sehr wichtig mit ganzen Mandeln, in edel zartbitter Schokolade, Chocoeur Mandelbeißer. Die Schokolade zum genussvollen Reinbeißen. Das Ganze von VH GmbH. Das hat man schon mal gehört. 100 Gramm sind drin, 27% Mandeln, ordentlich. Zucker, Kakaomasse, Mandeln, Kakaobutter, Butter, Reinfett, Emulgatoren, Vanilleextrakt, sehr geil. Kein Aroma, wie zum Beispiel in der blöden Milka drin. Und sogar hier Vanilleextrakt, nicht mal Vanillin, sondern richtige Vanille. Zutaten, absolut hochwertig. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Wenn man irgend so eine Manufakturschokolade selber machen würde, dann würden die das vermutlich ganz genau so machen. Vielleicht ist Butterreinfett nicht, andererseits vielleicht doch schon so ein bisschen Butter fürs Geschmack. Butterreinfett ist geklärte Butter, also wo kein Eiweiß mehr drin ist und keine Flüssigkeit, also das reine Butterfett. Von daher, das kann eigentlich auch rein. Top, einfach großartig. Hier die Nährwerte, ja, Nüsse sind drin, sogar 10 Gramm Eiweiß, richtige Proteinschokolade hier. Bei der hier schauen wir einmal ganz kurz drauf, da könnt ihr pausieren, ist aber genauso ähnlich. Ist ähnlich, hier ist Vollmilchpulver drin, dadurch kommen wir sogar am Ende auf sagenhafte 12 Gramm Eiweiß. Es gibt einen Wieder-Proteinriegel, der 12 Gramm Eiweiß hat, das müsst ihr euch mal vorstellen. Wer braucht dann schon diesen Wieder-Proteinriegel, wenn er die Mandelbeißer von Chocoeur haben kann? Schade, Mann, keine weiße Schokolade, echt ärgerlich, echt ärgerlich. Ich sag sowieso, ich möchte an dieser Stelle hier nochmal sagen, bitte probiert einfach mal die Aldi-Schokoladen alle durch. Die sind alle so toll. So sieht es von außen aus. Wir haben hier 6x4, 24 Stücke. Ja, und hier sehen wir auch, dass da wirklich ordentlich Mandeln drin sind. Oh ja, richtig schöne große Mandelbrocken. Wir probieren gleich. Oder ich probiere erstmal jetzt, die andere probieren wir gleich zusammen. Ich muss übrigens zugeben, was ich oft tue. Ich habe dann so die Tafeln so liegen und dann gehe ich immer hin, knack mir so die Nüsse raus, esse die und lege dann so und grab mir so langsam die Mandeln raus und lege dann die Schokolade immer zur Seite und muss dann am Ende nur noch die Schokolade essen, weil ich alle Mandeln rausgefuttert habe. Ich liebe es. Wenn Mandeln so ganz leicht mit Schokolade ummantelt sind. Also gar nicht mal, ich mag natürlich auch Schokolade, aber ich mag tatsächlich Mandeln, wo nur so ein Hauch von Schokolade drüber ist oder Nüsse allgemein, noch lieber als Mandeln mit viel Schokolade, weil ich einfach Nüsse sehr, sehr gerne mag. Also jetzt hier einfach erstmal so ein Stück mit Nuss. Ihr hört es, super knackig,
Ich probiere jetzt mal ein Stück von der Schokolade, denn gerade war auch alles voll mit Nüssen. Mhm. Leicht bitter durch die Schokolade. Kakaogehalt, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, sorry. 50%. Ja, nicht zu viel. Lecker, auch die Süße angenehm. Ein leicht schmelzig. Oft hat man dunkle Schokolade, die schon fast so ein bisschen hart ist. Mag ich manchmal auch, wenn die so sehr knackig ist, weil je mehr Kakao drin ist, desto mehr Fett und desto knackiger ist sie auch. Ist gut, ist echt lecker, gefällt mir sehr. Jetzt schauen wir aber mal, was die hier kann. Auch hier alles voll mit Nüssen. Und so sieht die hier aus. Ich nehme jetzt ganz vorbildlich nur ein Stück. Ach, die kann man aber nicht gut brechen. Ich liebe Mandeln. Leckere Vollmilchschokolade. Schmelzt natürlich noch ein bisschen stärker. Ich meine sogar, dass die Vanille schmecken zu können. Jetzt auch Vanille drin, aber vielleicht, weil sie zart bitter ist, kommt es da nicht so durch. Also eine ganz feine Note ist da im Hintergrund. Noch cremiger die Schokolade auch. Auch die Süße finde ich angenehm, nicht zu viel. 41 Gramm Zucker. Bei der Zartbitter hatten wir wahrscheinlich ein bisschen weniger, vielleicht so 36. Ups, schmeckt man auch. Sehr, sehr gut. Nochmal hier nur pur die Schokolade. Vorzüglich. Eine sehr leckere Schokolade. Einfach ohne Pipapo, ohne irgendwelche Special-Aromanoten. Einfach leckere Vollmilchschokolade und dann mit den Nüssen. Passt für mich. Könnt ihr gerne ausprobieren. Mandelbeißer von Aldi Nord. Und ihr könnt mir jetzt mal gerne eure liebste Schokolade mit Nüssen in die Kommentare schreiben. Vielleicht teste ich als nächstes eine von denen. Ich bin gespannt. Sage ciao, macht's gut.